plötzlich für sich selbst, also auch für das als Kind, mhm, zu erfahren, diese Mutter war ganz jung. Die Mutter war selber ein Kind, die Mutter war ein junges Mädchen. Die Mutter war verliebt und war blöd, sie hat Fehler gemacht. Ich glaube, ich habe meine Mutter schreibend sehr als Frau erfahren, ihr weibliches Leben, mhm, mit allen Zwiespältigkeiten. Wenn mal die Wut so richtig aus ihr herausgebrochen ist, hat sie auch immer zu mir gesagt, und das war die größte aller Drohungen, ich steck dich in ein Heim. Mir hat es so gefehlt, zu sprechen drüber. Warum? Diese ganzen Warum-Fragen. Warum ist sie nicht da? Warum hat sie mich verlassen? Warum schickt sie kein Geburtstagsgeschenk? Und das hat gedauert, bis sie 18 waren, wo, ja, sie genau gesagt haben, so, jetzt gehe ich zu meiner Mutter, ich will mit ihr reden. Ja, wenn ich volljährig bin, dann gehe ich zu ihr hin, ich wusste, wo sie wohnt. Dann läute ich an ihre Tür und stelle ihr all meine Warum-Fragen. Warum, warum, warum? Und dann hat sie sich 3 Monate von meinem 18. Geburtstag das Leben genommen. Man kann später nur das weitergeben, was man als Kind erfahren hat. An Empathie, an mhm, Zuwendung, an Liebe oder eben auch an Gewalt, an Missachtung, an Zurückweisung. Was konnte Ihre Mutter Ihnen weitergeben? Also das war ein Teufelskreis. Schwierige Mutter, schwieriges Kind. Bei uns gab es unglaublich viel Trauer auch und Tränen und Wut und also eine ganz problematische Affäre. Auf der anderen Seite auch viel Liebe. Auch ihre Liebessehnsucht bestand bis in ihr 90. Jahr. Und mhm, ich glaube, so ist das. Ist das jetzt eine Hoffnung oder eine Drohung? Beides.